fährt so spät durch Nacht und Wind. Es ist der 52 Meter lange Schlepper mit seinem 43 Meter langen Flexity-Kind. So oder ähnlich wird eventuell Schiller der Transport beschrieben, der jetzt z'Nacht um 12:15 vor der deutschen Autobahn die Murenstrasse entlangfährt und so seine 800 Kilometer lange Reise beendet. 2,5 Tage ist der Flexity in Deutschland unterwegs gewesen, um in Basel zu seinem Einsatzort zu gelangen. Mit äußerster Präzision, Sorgfalt und viel Gespür wird das Riesengefährt von der Transportmannschaft rückwärts ins Tramdepot in Kleinhünigen über Nacht abgestellt. Ganz langsam weiter, ganz prima. Und gib ihn jetzt. Ja, genau, ja, wenn wir hinterher kommen mit dem. Wer baut denn die neue Strassenbahn mit der Bezeichnung Flexity? Flexity, das sind ein Produkt von Bombardier. Das heisst, die BVB ist hier mit Bombardier Schweiz zusammen und darum baut Bombardier die Flexity. Und entsprechend kommen die jetzt ins Basler Netz oder sind sie schon seit Anfang Jahr eigentlich unterwegs im Basler BVB-Netz? Eigentlich hätten wir in der Schweiz ja auch Hersteller von solchen Fahrzeugen. Wo hat es gekappert? Es gibt auch Produzenten in der Schweiz von Tram, aber man hat sich dort zumal, also das ist jetzt auch schon 5 Jahre her bei der Ausschreibung, entschieden für die Flexity-Tram. Das war eine Gesamtbeurteilung, die nicht zuletzt auch die Preiserolle gespielt hat, dass man gesagt hat, okay, man macht das Ganze mit Bombardier. Wie viel von dieser neuen Flexity hat die BVB bestellt und wie viel sind bereits ausgeliefert? Also insgesamt kriegt BVB 61 Flexity, 5019 ist jetzt die 19. Nummer, eben, also das 19. Flexity-Tram, das lange, das kommt. Es kommen insgesamt 41 lange, die sind 43 Meter lang. Und dann kommen noch 17 kurze Flexity, die sind 32 Meter lang. Die kommen dann ab 2017 und fahren dann vor allem auf der Linie 15-16. Und was kostet so ein Tram? Die Gesamtsumme ist 255 Millionen, die die BVB in die neue Flexity investiert, also für die 61 Tram. Die BVB hat offenbar eine kleine Veränderung an dieser Flexity vorgenommen. Was ist das für eine Veränderung? Es hat mehrere kleine Veränderungen gegeben, Anpassungen, die man zusammen mit Bombardier schon nach den ersten Erfahrungen beschlossen hat. Das, was der Fahrgast wahrscheinlich am meisten sieht, ist eine dritte Sondernutzungsfläche. Das heisst, eine Fläche, wo man mit Kinderwagen, mit Rollstühlen, mit Rollatoren, mit grösserem Gepäck reingehen kann. Und dann jetzt verschiedene kleinere Anpassungen im Führerstand vorne, wo der Fahrgast nicht merkt, wo man auch in Zusammenarbeit mit dem Wagenführer gemerkt hat, die Anpassungen möchte man machen. Und das sind eigentlich so die grössten Veränderungen, die es gibt jetzt beim 5019 im Gegensatz zu den anderen, die dann aber auch noch nachträglich umgerüstet werden, beziehungsweise alle, die kommen, sind dann entsprechend schon so nachgerüstet. Wie viele Passagiere können maximal transportiert werden? Da muss ich schnell spicken. Bei den langen Flexity sind das 256 Personen, bei den kurzen sind das 183 Personen, das sind Sitzplätze und Stehplätze mit inbegriffen. Das ist das, was man sagt, wo komfortabel in so einem Tram Platz hat. Und was macht BVB mit einer alten Strassenbahn? Das ist ein Prozess, den es schon länger gibt. Man hat zum einen mal das SECO-Programm, also vom Bundesamt, vom Staatssekretär für Wirtschaft, vom SECO hat man das Programm, wo man Tramli nach Belgrad gibt. Das war jetzt in den letzten 15 Jahren so gewesen. Die Tramli hat man verschenkt, die älteren Tramli, und die fahren in Belgrad rum. Die sieht man dort im Stadtbild. Da hat auch die BLT-Bahn Tramli gegeben und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Dann wird ein Teil der Tramli auch in die Oldtimer-Flotte überführt, also Tramli, die man behaltet, damit man die auf der Nachwelt erhalten kann. Und ein Teil der Tram wird verschrottet. Dankeschön für Ihre Informationen und das Interview. Kein Problem, gern geschehen.
Doch jetzt heisst es aber von dem Tieflader auf die Schiene, die Welt von dieser Strassenbahn sein wird. Bemerkt es dieser Mannschaft an, dass sie ihren Job versteht. Jeder Handgriff sitzt, um dem Tramli den Weg auf die Schiene so leicht und präzise als möglich zu machen. Dann endlich geht's aber los. Die letzten Bremsklötze werden entfernt. Der Flexi ist gesichert. Und los geht's. Das ist der Moment, wo die Räder zum ersten Mal die Basler Schiene berühren. Mögen die Flexity in Basel ihren Dienst möglichst unfallfrei absolvieren.